Natürlich, ich laufe immer Treppen. Sport ist kein Mord. Gestern habe ich hier gegossen, war noch mir egal. Ach, look, he put the bottle away. He saw I gave water. Die waren ausgetrocknet, da steht Wasser. Die verrecken neben Wasser, verstehst du? Oh, guck. I make too much water, look. Malesch. Na und, die brauchen Wasser. Der Typ gießt nicht richtig, gell? Man muss die wässern, die armen Viecher. So, los geht's. Dein Handy hast du dabei, Mister. Ja, Notfall. Für Notfall. Ich rufe die Polizei damit. Wow. He called for an emergency case. He took the telephone that he can call the police. Mhm. 122. Ja? 122 ist die Polizei. Not 112. Echt? 122 ist Police. Wir wissen's nicht. Also 122, wenn es falsch ist, Leute, dann ruft ihr jemand anders an. Ruf mich an. Also 112 habe ich gedacht, aber das ist die Feuerwehr in Deutschland. 110 die Polizei. 110 the police in Germany and 112 the fire people. You know, die Feuerleute. Das ist mal unser Dreck. Ich weiß gar nicht, was Feuerwehrmann heißt. Schau, egal. So. Mombar hat er sich geholt. Guck. Wow. Essen das ist die, so jung. Essen das die ich Katzen? Das ist Sage. Ich hab das für dich gehört. Nee, danke. Ist für die Kätzle, gell? Okay, und, Jalabina. Mama, die Katze nehmen das in ihren Mund, das McDonald's und gehen und McDonald's und kaufen und essen. Genau, die Kätzchen. Also 122 Polizei in Ägypten, stimmt das? Schreibt mir in die Kommentare oder weiß man dann wieder falsche Info. Assalamu alaikum, meine Lieben. Das habe ich ja ganz vergessen. Das sage ich mal jetzt, gell. Wie geht's euch heute Morgen? Alles okay? Jetzt holen wir meine Freundin ab und fahren zur Senso. Und Leute, ich habe endlich die Puppe gefunden. Habe ich aber schon gesagt. Die kaufen wir heute. Ist nicht billig, aber ist egal. Super Sache. Ich freue mich. Die Mausi freut sich auch schon sehr. Ladybug, Ladybug. Guck mal, Jonas, dreh dich um. Zeig mal die Ladybug-Puppe. Die ist riesig, gell? Also das ist keine Barbie, das ist eine Puppe. Da haben wir jetzt doch mehr gezahlt als gedacht, aber egal, die macht auch, die singt. Die singt auch, yalla. Komm, hältst du? Tun wir sie wieder zurück in die Tüte. Yalla, Biene. So, hier, Sprudel. Das ist ganz wichtig. Hier gibt es kaum Sprudel und wenn das gibt, ist das immer ausverkauft. Und das kaufen wir jetzt auch aus. Und wir fragen noch, ob sie noch mehr haben, gell? Weil die Deutschen trinken halt gern Sprudel und nicht nur dieses langweilige Wasser. Da, 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 da. Jetzt, ja, zeige ich dir gleich. Hier ist dein Playmobil. Playmobil, einmal Alkohol gekauft. Das. Wieder Untertöpfe in ganz vielen Farben. Habe ich mich inspiriert in Kausar. Dann einmal, was haben wir gekauft? Cocktailsaft. Und ne, Mahmoud extra gefragt. Ich stehe es aus Frankreich. Sage ich, nee, dann können wir es kaufen. Na gut, mein Kaffee, Thousand Island Dressing, Leute, ich habe mir, naja, mein Cholesterin, aber ist egal. Hier, das ist doch Barbecue-Sauce, das ist doch super. Das ist von French, der ein Fehler haben wir jetzt. Ist das auch von, nee, das ist nicht. Française, Qualité Française, nur die Qualität. Coleslaw-Sauce, das ist super. Was haben wir noch? Thousand Island Dressing. Ich glaube, das ist all von French. Laola. Scheiße. Ist doch egal, yalla. Kann man nicht alles vermeiden, du. Wo ist mein Donut, Mama? Der Donut, den kommt gleich. Warte kurz. Ich zeig doch gerade das Video. Da, wieder so Unterteller. Da ist der Donut, der kostet 10 Pfund. Made in Egypt, halas. Ja. Und dann haben wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wasserflaschen. Alles aus. Die letzten Flaschen von Spinis haben wir weggekauft. Ja, cool. Mama, dann habe ich Sprudel. Mumkin, Alkohol, Mumkin, aywa. But I will marra thin alcohol. Disinfection his hands for. And don't touch everything, you know you eat. Gib mal Schode Asaya Mahmoud. Leute, guck, was ich gebracht habe. Könnt ihr euch noch an den Baum erinnern in Kora Village? Der Gärtner hat mir das abgeschnitten. Ich habe gesagt, ich brauche einen Ableger. Das ist der kleine Bruder vom Asaya. Cool, oder? Dick und doof haben wir jetzt daheim. Und jetzt kommt das Zeug. And take care for this fishing. So, da waren wir ja gestern lang gefahren. Jetzt seht ihr es mal bei Tags. Die
sieht das Türkis. Du, da sind die Strände sind wieder besucht. Also man sieht da Touristen in Bikini rumliegen. Sieht man da was? Da ist ein bisschen nackig, sehe ich was. Da, some naked. Yes, tourist, tourist. Da sind doch Touristen. Ja, also es geht wieder. No, aber die waren nämlich ganz leer alles. Jetzt sieht man wieder. Sorry, Leonard, wenn ich sage, die Nackten. Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. Ist nicht schlimm gemeint. Ne? You see the naked bodies. So damit, das heißt, für uns, das sind Touristen. Weil, warte mal. Weil auch die Ägypter ziehen sich normalerweise, die Ägypter, ne? Die ziehen sich ja auch ein T-Shirt an, die Männer. The man should wear T-Shirts. Ach, das ist islamischer. Islamisch. Mahmeya. Jetzt kommen sie. Not all, Mahmoud, not all. Jetzt tragen sie lange Unterhosen, sagt mein Mann, die Ägypter. Die gehen nicht nackig zum Strand. Ja. So, jetzt gehen wir heute. Jetzt sind wir unterwegs zum. Sag's mir. Kalamari holen. Ich war gerade im Labor, Blut abgeben. Geht, haben sie nicht gemacht, weil in der Kanüle schon einmal Glukose durchgelaufen ist. Das verfälscht den Wert. Das bedeutet, ich müsste wieder neu gestochen werden und das ging nicht in der anderen Arm. Und dann habe ich diese Bluse an, die kann ich nicht hochziehen. Hat mein Mann gesagt, zieh dich im Klo aus. Sag ich, das mache ich auch nicht. Sonst ja, wollte das aufschneiden, die teure Bluse nicht. Ja, hör mal auf. Ja, kompliziert. Also sind wir wieder weg. Dann tun wir wahrscheinlich diesen Wert. Das ist der Diabeteswert von den letzten 3 Monaten. Den machen wir im Dorf und fertig. Ja. Und fertig. Und dann gehen wir nachher angeln, Leute. Aber da machen wir, glaube ich, ein neues Video mit dem Angeln. Schauen wir mal. Wir wollen ja euch noch die Gegend zeigen. We must show the people this... Villa Area, the compound, das ist Paradise, heißt es in dem Interconti-Bereich. Das ist the Italian compound, das ist ein italienischer Compound, glaube ich, hat die gesagt. It's Fazia, sagt er, sehr schön. Fazia. Nice earring, Halak. Nice. Schöne Ohrringe hat er. Na gut, dann sehen wir uns später wieder im Paradise. So, meine Lieben, jetzt sind wir wieder auf dem Weg zum Beach Number 9. Der ist aber geschlossen. Sind wir wieder. Hotel, was ist das? Santa Maria oder was steht da? Ist auch egal. Let him go. Messer. Dem Gabelmesser, Schere, Licht. Was für Messer? Saint Maria Resort. What means Messer? Ja, nee, cover the mouth. Scheißegal heißt es. Who is right? Yeah. Messer. Ach so, you say to him, who is right? Wer ist hier richtig? Dann sagt er, ist doch scheißegal und fährt weiter, der Ägypter, geil. Also, jetzt Mahmoud. Jetzt. What you do? I parking. Here we parking. And where is the beach? The other side. Here, okay. Alles klar, da müssen wir jetzt mit dem Dorman schwätzen und dem ein bisschen was geben, dass der uns nahe lässt. Heia. Hier sind Monsterhunde. Überall große Fußspuren. Guck mal. Boah. Na und? Das sind Wölfe, Jonas. Ja, die kommen nachts hierher, die Wölfe. Und heulen das Meer an. Au. Ich hole mein Foto. Und dann verwandeln sie sich in die Werwölfe. Garda ist bekannt dafür. Upsala. Jetzt habe ich dich gefilmt aus Versehen. Sorry. Nur von hinten, glaube ich. I tell a horror story. Yella, Psora. Alles für uns. Ja, man muss nur wissen, wie, gell? Ist klar. Langsam laufen, Jungs. Ganz langsam, bitte. Und gucken wir mal, Fische ja eh nichts. Das ist nur Freude, Spaß an der Freude. Bisschen frische Luft. So geben wir kein Geld aus. Und
Jonas ist, das ist Adventure, Abenteuer. Ich glaube, das Angeln ist so. Mein Mann hat gar keinen Bock zu angeln. You don't have me to do this, huh? Yeah. Or it's maybe become hobby for you. Wer weiß, wer weiß. Hm? Da hinten ist ein Fuchs, sich. Ah, da. Warte mal, warte mal. Da ist er. Da hinten läuft er. Der Fuchs. Ah. Wo leben Fuchse hier? Der wird auffischen. Herr du, wie die guckt, gell? Eine von den zwei Inseln. Das Orange Bay, da war ich. Orange Bay ist schön. So. Habt ihr Köder dabei? Ja, haben wir alles. Wir haben Köder, alles dabei. Das ist Köder. Was, aber ich glaube, das geht hier nicht. How come here is too, it's not good for fishing, Mahmoud? Here are no fish. This, you must be high and you must be deep water. This is nothing. These are the fish of my Kaulquappen, do. We make like we're fishing or what? Da sind doch, da kann ich doch nicht fischen, Mahmoud. There is no fish here. There are no fish. Maybe in the back more better. I look there. You can organize the things. Ich guck mal da hinten. So. Ja Leute, ich habe heute meine Kanüle wieder gewechselt. Das Ding war nix. Guckt euch das an. Jetzt habe ich es da. Seht ihr das mal, ne? Dass sie sagt, die lügt. Die kommt nach Hurghada und sagt, die hat nix. Da ist's. Ja. Ja, man kann es gar nicht oft genug sagen. Man muss sich mal komplett durchchecken lassen. Die den Elektrolytehaushalt, alles mal so. Wow, guck mal. Solche Steine sind sauteuer im Köln-Zoo für die Meerwasseraquarien, weil das sind die lebenden Steine. Das sind Mikroorganismen drin, wo praktisch die Korallen dann wachsen. Und das Meerwasser. Wow, guck mal, den Stein. Das ist ja genial. Oh! Wunderschön, guck. Wunderschön. Solche Steine, die zahlst viel Geld in Deutschland. Ah ja. Ja Leute, ein paar Tüten gibt es hier auch. Was will ich machen? Jetzt kommen wieder die Hater und sagen, was angelten die da? Die kann doch den Müll aufsammeln am Beach. Ja, könnte ich. Aber mache ich nicht. So. Nee, das geht hier auch nicht. Das geht doch nicht. Wir angeln doch da nichts. Naja. Aber wir sind da. Finden wir was Gutes. Ein paar Muscheln. Für die Mausi. Mahmoud hat noch nie geangelt, aber er weiß, wie es geht. Theoretisch. Also, wenn wir schon keine Fische versammeln, bringen wir diesen wunderschönen Stein der Amina mit. Guckt euch das Ding an. Vielleicht finde ich nochmal sowas. Sieht schön aus in the garden. For Aminas garden. And? Look, ah, we fix this. You fix the other? Mm-hmm. Okay. Also, der hat den anderen Angelhaken fixiert. Ich guck mal nach so Steinen noch. Was denn? Ich geht. Show me. Also, da hast du eklig Sach. Ja, den kannst du auch reintun. Dankeschön. Es gibt ganz viele. Na. Mahmoud will nicht, dass wir Steine transportieren. Halas, we will see. Ja, wenn du richtig angelst, das musst du schon können dann. Sowas. Beach Nummer 9 habe ich mal Menschen angeln sehen
da ist ein Stein bis ganz weit ins Wasser, 10 Meter ins Wasser gegangen. Hm. Da war der hoch und da konnte man da angeln. Der Engländer angelt da hinten immer, gell? Beach Number 9 ist ein Engländer, der. Aber jetzt ist es zu. Also, geht mal weg bitte, aus dem Weg. 1, 2, 3. Warte, ihr müsst wirklich aus dem Weg gehen. Komm, wir gehen hier. Mahmoud. Also, du würdest hinter dich werfen. Ja, yeah, you must throw it in behind us, you. 1, 2, 3. I think open, Iowa. The fishing man. I am fishing. Mahmoud fishing. Oh, you broke the fish. Mahmoud, you halt! You must open it, Owl. Wait. Wait. Here. Chick. Das ist doch ein langes Ding, ist das. Wait. Los. Best kitty. Stop. Yeah. Go away. You will. Geht alles in the back. Guck mal, ist ein schönes Bild mit meinem Moor, gell? Heia, heia, heia. Mahmoud, also nee. Wird's noch was? Aiwa. I don't see. Oh, das hängt hier. You must open the. Der muss es öffnen. I don't know. Der muss es öffnen, dass sich das selber ausfährt. Mahmoud, it must. When you open it, it's not hard to throw it. Let me try. Yunus, du fällst dann ins Wasser. Bleib hier. Yunus, du bleibst hier. Du gehst nicht dahin. Wow. Sehr weit. Ja, ich habe gerade versucht, die Angel auch zu schmeißen. Ich dachte, ich kann es auch gut. Besser als Mahmoud natürlich nicht. Ich habe die ganze Schnur abgewickelt. Ich weiß immer, wie das geht. Leute, sind mir blöd. Nein, da kannst du nicht hingehen. Guck, wenigstens ein paar Steine habe ich gefunden. Wunderschöne Steine. Die sehen bestimmt schön aus im Garten. Und der ganz große da hinten, der wäre mega für den Garten, aber den kann man ja nicht schleppen. Guck mal, hier ist auch eine Schnecke. Da. Schneckenhülle. Aber schön sieht die aus. Ih, nachher beißt die. Uah. Weiß man's, was die da für Viecher. Ja, viele Schnecken hier. Guck, überall. Zack, zack. Wir müssen kommen. Wir spielen so lange. Echte Schnecken, das sind. Ja, echte Schnecken. Guck. Oder? Nee! Das ist eine Krabbe. Ich glaube, das ist eine Krabbe. Die krabbeln. Warte. Jonas, guck. Nee, Schnecken. Schnecken sind das. Ich will einen Fisch haben. Ich spiele Fischdom, besser als Angeln. Oh nee, du. Aber ey, schau. Ich habe mit der Angel einen Mann. Diese Farben, das ist auch nicht immer, gell? Warte mal. So, jetzt. Scharf stellen einmal. Und wo angelt der Mann? Da hinten? Auf dem Stein? Nee, Beach Number 9. Aber ist das hier nicht Beach Number 9? Daneben? Ja, daneben. Noch weiter, hinter dem Haus. Hinter dem was? Wir können da hingehen. Ja, wir können, aber das ist ja nicht erlaubt. Wir können nur hier. Das ist ja privat. Da, Beach Number 9 ist geschlossen. Hier ist Public. Das geht noch. Da ist nur ein Security. Mit dem haben wir kurz geredet. Ne? Der hat uns reingelassen. Was ist das? Wow! Willst du? Die sieht aber schön aus. Ja, tu sie. Tu sie in die Box. This is not a fish, Mahmoud. Willi! Du hast doch gar nichts drauf.
You're hanging in the stones. Das ist, als ob ein Fisch fängt ohne Köder. Guck mal, wie das biegt. What is this now? Ja. Now you must go inside. Younes, la. Was? La. Oh nein, nicht mit den Schuhen. Komm, komm, komm. Now. Anyway, he's wet. Malik, nimm die Angel. Jetzt. Ich habe Angst, da drin ist ein Krähen. Jetzt bist, sag mal, jetzt hast du dich schon nass gemacht, jetzt musst du reingehen. Egal. What you do now? You jump inside. Was denn? Die wollen beide halten. Halt, halt! Nicht drehen! Halt, halt! What you do now, Mahmoud? Yalla. Till you're ready, also wirklich. Nicht ziehen so stark, Younes. Wir haben keine Gewichte. You know, you must put this Hadith on it. That it's flying better. This was the problem, I think. Wir haben ja keine Gewichte. Wie sollen das Ding fliegen? Sach! Die Gewichte haben gefehlt. Jetzt ist mir's gekommen. Mahmoud, you walk in the field without shoes, but here you make... Ay, 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 ay. Ich gehe ohne Schuhe. You have it? Ey, Fi Hadid? Mal Hadid, ey. Maybe you're not heavy enough. Halt's fest. Sag Sauli Batni. Ja, Batni. Da war ein Fisch dran. Hadidja. Da war ein Fisch dran, der hat abgegossen. Ach nee. Ich kann immer. Au! Jetzt falle ich noch hin. Weißt ihr, Leute? Das ist doch das Beste. Wir lachen darüber. Das ist ja, auch wenn man keine Fische fängt, aber heute war lustig. Allein das ist schon das Lustige. So. One, two, three. I want and. What is the problem? Also Gewicht ist dran, okay. Alhamdulillah, ich bin fast dagegen gelaufen. Hätte mir noch das Auge rausgenommen hier mit dem. You must train here because when we make this in our air in our village, we make big shame when the people see what we do. Wir müssen alleine trainieren hier. Weil wenn wir dann zu den richtigen Anglern gehen und da mit so einer Route kommen, ne, super professionell, super nett, aber professionell. Und die angeln da. Tani! Wow. The people think we make this extra for this video, but wir haben wirklich keine Ahnung. Wir machen das nicht extra. Wir kaufen uns halt so super Hightech-Sachen, ne? Und dann haben wir keine Ahnung zu tun. Und sagt der Typ in dem Angelshop hat uns aber auch nicht erklärt. Der denkt wahrscheinlich, wir können das. Ihr habt als Kind immer nur zugeguckt. Ich dachte auch, das schmeißt. Er sagt, was heißt das? Schmeißt mal rein und fertig. Ja, so einfach ist das nicht. Das verheddert sich alles. Leute, Leute. You know, I can call Fabienne and ask her what is the problem. But till I get an answer, she, the sun is halas. Na? Ja, bis dann den Tag. We will hunt fishing in the night. Anyway, the most say it's better to throw just this Hubble inside of halas. This fatla. Yeah. Or you go later and ask this man, he must explain to you in the fishing shop. Da! Sind wir einen Fisch gefangen? Lass los, Younes, nicht dass was ist. Younes. Lahm ist Irmi. Wieso? Weil er muss erst die Schnur wieder aufwickeln. Sag Saruli Batni. Sag Saruli. Ich hab Younes. Oh nee. So Leute, das ist's. Bis wir herkommen.
wir kriegen nichts gebacken. Aber lustig ist es. Mama, der steckt fest. Der hat hier gesteckt fest. Okay. Jetzt, ich habe die Lösung. Die Lösung, was denn? Ich sag, wieso das hat gesteckt. Wieso ist es festgesteckt? Lass einfach liegen, Jonas. Lass es liegen, der Baba wird schon richten. I will collect it in a way and I take it to Palas. Palas? You are under stress. Stress. Better to go to the zoo to buy the fish. Why is the club there? Besser zum Fischmarkt gehen, den Fisch kaufen und die Klappe halten, sagt Mahmoud. Mahmoud, we make this not to eat fish, we make this for fun. And we are not laughing, ist doch auch gut. Also ich hatte Spaß, Leute. Jetzt kommen die Mücken hier am Meer. Younes. Der Scheiß. Take care, Younes, take care. Baba, tu das jetzt aufwickeln. Look, your son. Lass es liegen, lass liegen bitte. Aber jetzt haben wir einen. Jetzt. Gell, Mahmoud? Guck mal. You broke the fishing. Das Sanara heißt es auf Arabisch. Das steckt natürlich fest. Natürlich haben wir nichts, gell? Oh. Ich hab gedacht, das steckt fest. Kein Fisch. Today, I will learn the first lesson for the fishing is finished. I hope you learn the good. Nein! Die erste Angelstunde ist beendet. Ich hoffe, ihr habt gut gelernt. Das ist nicht ein guter Lehrer. You're not a good teacher, Mahmoud Mafish. Ostes Ralat. Nein! Ja, Jonas, das war's jetzt. Es geht's unter. Wir haben keine Ahnung. We don't try one more time. Come, one time. Lass ihn angeln. Hock. Jetzt haben wir was gefangen. Komm, Jonas, zeig der Mama mal. Na, maybe he can do it better, Mahmoud. Show us. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Wie süß Mahmoud gesagt hat. Leute, die erste Lehr... Wow, super! Ja, bleib like this. Das hast du jetzt aber toll gemacht. Jetzt musst du warten, bis etwas zieht. Und dann darf man nicht reden dabei. Halt, nicht ablegen, du musst es halten. Sonst merkst du noch nicht, ob jemand zieht. Dann die ganze Angel geht in den Wasser. Genau, der Fisch nimmt die Angel mit. Ich glaube, etwas ist. Aha, Azan, ich höre den Maghreb-Ruf. Da hinten. Ich glaube, ich weiß. Echt? Ja, echt. Komm. Drama Queen, das kann doch gar nichts beißen. Da ist doch nichts dran. Es steckt fest. Mahmoud, stopp. Younes. Nicht so. Entschuldigung, ich schrei so. Das steckt fest. Ich kann an dem Stein. La, Mahmoud, go inside. Ja, so sieht's aus. Defi? Not like Elguna. Elguna war es zu kalt. So nah. Jetzt kann man ins Wasser gehen hier. We don't take swimming clothes. I don't have mayo. It's kalt? Nein. Ist warm? Mahmoud sagt, hier ist schön warm. Defi, das Wasser.
Hier, bitteschön. So, Leute, das war's mit dem Fischen. 10 Jahre später, wir haben nichts gefangen. Mahmoud sitzt immer noch auf dem Stein. Good morning. Was sagt Mahmoud, I get again, Glucose? Ja. But how come, why again? He said it's most possible. Aywa. Aywa, you can get the second with Habib. Aywa. Was ist mit der Angel? Oh, it's, they bring all the Fadler outside again. Leute, das war's im Video. Ich verabschiede mich von unserer Angelstunde. I think you look a YouTube video to check better how this Sanara is working. See also in Egyptian language. Tutorial. How you use the Sanara. Sanara. Sonara oder Sanara? Sanara. Sanara. Na gut. Also Leute, na, ihr lacht euch. Maybe they laugh with a bobo to us. Lacht uns aus, aber ist egal. Wir hatten Spaß und haben keine Ahnung. Alles dabei, aber kein Fisch. But we have nice stones. Ah, schöne Steine haben wir. Okay, also nochmal bis die Tage. Moshelema. Bye, bye. Lass noch ein bisschen Meeresrauschen euch hören. Good.